Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Superflex und das hier ist Windows 3.1. Ja, es ist überhaupt nicht primitiv und überhaupt nicht alt. Nein, benutzt doch heutzutage jeder. Oder nicht? Ja, ich emuliere hier Windows 3.1 über die DOS-Box. Das geht deswegen, weil Windows 3.1 eigentlich nur, oder die ganzen Windows 3.x-Sachen, die ganze Geschichte, nur ein grafischer Aufsatz für DOS ist, also noch kein eigenes Betriebssystem, so wie wir es heute mit Windows XP oder Windows Vista oder Windows 7 kennen. Und ich mache das deswegen, weil ich nämlich Pink Panther und die Zauberformel spielen möchte, wie ihr sicher schon den Titel des Videos entnommen habt. Und das läuft unter Windows 7 mal so gar nicht, also keine Chance. Aber da man Windows 3.1 eben hier schön emulieren kann über die DOS-Box, kann ich es so noch spielen. Denn Pink Panther ist ein altes Spiel. Ja, und ich habe mich nämlich dazu inspirieren lassen vom Depp vom Dienst. Der hat nämlich ein Let's Play zu Pink Panthers gefährliche Mission gemacht. Und das hat mich in meine Kindheit zurückversetzt, denn ich habe zwar Pink Panthers gefährliche Mission noch nie gespielt, aber Pink Panthers Zauberformel habe ich gespielt als Kind und ich habe es einfach geliebt damals. Es war ein tolles Spiel. Es war jetzt nicht so, dass es mir ewig im Gedächtnis geblieben ist, denn ich muss halt erst das Video von Depp von Dienst dazu gucken, dass ich mich wieder daran erinnert habe. Aber ich finde es trotzdem cool und deswegen spiele ich das jetzt auch, weil ja, ich hatte sofort wieder Lust drauf. Und ja, Pink Panther, die Zauberformel, oder Pink Panther und die Zauberformel, ist der Nachfolger zu Pink Panthers gefährliche Mission. Falls ihr das übrigens sehen wollt, Pink Panthers gefährliche Mission, ich werde das Let's Play vom Depp von Dienst in der Videobeschreibung verlinken. Das heißt, falls ihr das hier toll findet und noch mehr davon sehen wollt, seht es euch an. Depp vom Dienst ist auch ein guter Let's Player. Also, wo war ich? Genau, es ist die Fortsetzung zu Pink Panthers gefährliche Mission. Ist ein Jahr später rausgekommen. Und ja, wer die gefährliche Mission gesehen hat, weiß, dass der Pink Panther dort ein Geheimagent war und ganz am Ende seinen Job an den Nagel gehängt hat, weil es ihm zu bunt wurde. Und wenn ihr das Let's Play von Depp vom Dienst seht, ja, ich mache jetzt hier sehr viel Werbung für ihn, das ist mir egal. Seht es euch an. Wenn ihr das seht, wisst ihr, warum er das gemacht hat, weil er nämlich ziemlich viel Trubel war. Und er hat halt einen ruhigen Job als Hausierer angenommen und ja, hat seine Enzyklopädie, geht von Haus zu Haus und versucht, das Buch zu verkaufen. Mit mehr oder weniger Erfolg, das weiß man nicht. Auf jeden Fall ist das so die Rahmenstory. Und ja, damit sage ich, fangen wir einfach mal an. Ich klicke hier auf die Echse und starte das Spiel. So, direkt zum Anfang gehe ich mal hier in die Lautstärke und mache die Musik mal ein bisschen leiser. Denn bei der Testaufnahme, die ich gemacht habe, habe ich gemerkt, dass die doch ein bisschen laut ist und man den Erzähler oder die Charaktere im Spiel nicht so gut verstanden hat. Deswegen, ja, Wanderlust Interactive. Habe ich vorher und nachher noch nie gesehen, also keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die nur das Spiel gemacht haben, ist mir eigentlich auch egal. Ich kenne nur das Ravensburger Interactive, ja. Ich bin mal still, ich halte meinen Mund, denn das Intro geht los. Es lebte einmal ein Junge, der wollte so gerne ein großer Zauberer sein. Seine Geschichte ist ebenso ungewöhnlich wie tragisch. Alles fing damit an, dass er eines Abends in seinem Zimmer auf und ab ging, als der Zufall dramatisch in den Lauf der Dinge eingriff. Die Eltern des Kleinen hatten, wie so oft, Gäste zum Abendessen eingeladen. Doch als diese gerade ihre Gläser erheben wollten, geschah etwas Merkwürdiges. Ein kleines Mädchen, das ebenfalls zu Besuch gekommen war und mit Nathan spielen wollte, sah sich auf höchst seltsame Weise verwandelt. Flasche von einem Hexer. Das hübsche Mädchen mit den strahlenden Augen
ist wie vom Erdboden verschluckt. Dafür haben wir hier eine sabbernde Kreatur. Ein übler Fehler. Wer war in der Lage, diesen Fehler zu korrigieren? Natürlich ein wahrer Freund. Ein rosaroter Freund. Ein Zufall klitzeklein führt Paul zu dem Jünglein fein. Panther als Handelsvertreter, als Schlauer. Starke Verkaufsmasche mit einer Handvoll Power. Belger, etwas schrill, fragen, ob Paul helfen will. Aber das Risiko ist groß und Glück fällt einem nicht in den Schoß. Der Fall ist äußerst schwer. Ein Druckmittel muss her. Es wird verhängt, ein grausamer Fluch. Es sei vernichtet, Paulchens Buch. Außer sich, das rosarote Tier, weiß ich einfach keinen Rat mehr hier. Da spricht der Hexer offen, hilf uns und du darfst auf Hilfe hoffen. So auf der ganzen Welt nicht faul, sucht eine Zauberformel unser Paul, um das eigene Feld zu retten und dem Mädchen zu helfen, dem Netten. Ich weiß, du denkst über den Bösen, du wirst das Problem schon lösen. Ein echter Fluch, das ist doch viel zu schwer für einen Amateur. Ich habe hier geholfen, aber nur Mut. Mit freundlichen Grüßen, Strange Blood. Ja, das war doch mal ein schönes Intro hier mit Pink Panther und die Zauberformel. Ja. Und da sind wir auch schon im Haus. Ich habe fürchterliche Dinge geträumt von mächtigen Zauberern und Wombats mit Sabber auf den Lippen. Wo bin ich bloß? Anscheinend in einem Haus mit Zahnfetisch. Was ist passiert? Ich bin doch der rosarote Panther. Na klar. Ich bin aus dem Spionagegeschäft ausgestiegen und Handelsvertreter geworden. Soweit erinnere ich mich. Ich nehme an, ich befinde mich in einem der Häuser, bei deren Besitzer ich meine Enzyklopädie verkaufen wollte. Vielleicht musste ich mal auf das stille Örtchen. Hoffentlich war es auch so. Tja, und damit herzlich willkommen im Spiel. Wir sind der Pink Panther. Wir auch schon, wäre seltsam, wenn wir nicht der Pink Panther wären, ne? In einem Spiel, wo er der Namensvetter ist. Ich meine, wer den Pinken Panther nicht kennt, der hat was verpasst. Das war in den 80ern und 90ern eine Cartoon-Figur und ja, sehr bekannt eigentlich. Ich weiß nicht, wer nach 2000 geboren ist, ob der den Pink Panther noch kennt. Ich weiß es nicht, wenn nicht, Pink Panther ist eine Cartoon-Figur, ja. Und wir sind jetzt hier in diesem schönen Haus, wo wir unsere Enzyklopädie verkaufen wollten und eigentlich hatten wir ja nur vor, ein schönes, ruhiges Leben zu leben, so nach dem ganzen Agentendasein. Tja. Das war's wohl damit. Wir wurden hier aus dem Zimmer rausgeworfen. Versuchen wir mal wieder reinzugehen. Abgeschlossen. Ah, na klasse. Ich muss irgendwie reinkommen, um diesen verrückten Kindern zu helfen. Ja. So, gucken wir mal. Das ist unser Inventar. Das hat sich halt zu Pink Panthers gefährliche Mission auch nicht verändert. Wir haben hier unsere Enzyklopädie oder das Buch des Wissens. Und hier sieht man schon Sibirien, Israel, Indonesien, Kenia, Griechenland. Da kann man Sachen sich durchlesen. Das ist halt wie im ersten Teil der PDA, wo man ganz viele interessante Hintergrundinformationen kriegt. Das werde ich jetzt mir nicht alles durchlesen. Das zeige ich euch halt nur einmal so, dass es das gibt. Es ist halt ein Spiel für Kinder und mehr oder weniger ein Lernspiel. Und wie komme ich jetzt hier wieder raus? Mit Escape? Nein? Ah, ich muss auf den Panther klicken. Okay, mehr haben wir auch nicht dabei. Und ja, wir können das auch hier drüber aufrufen. Naja, ist jetzt nicht so wichtig. Reden wir erstmal mit diesem Kerl hier. Sieht aus wie ein Butler. Dumm, 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 dumm. Aber wie elegant der Panther geht. Ja, tu mich auch. Der möchte... Ja, ist gut. An dieser Stelle ist eine kleine Geste des Dankes üblich, Sir. Eine Geste des Dankes? Warum sagen Sie das nicht gleich? Danke. Zufrieden mit dieser Geste? Ja? Üblich ist eine Geste in harter Währung, Sir. Für meine Dienste. Für Ihre Dienste?
Pinkeln gehen also nur gegen Pinke Pinke. Exakt, Sir. Was für ein Nepp. Ja. Wir dürfen nicht aufs Klo, weil der Butler Trinkgeld haben möchte. Ist das nicht schön? Was für ein tolles Haus hier bei Zähne. Na, wir gehen mal die Treppe runter und gucken mal, was wir so finden können. Vielleicht finden wir eine Möglichkeit, wieder in das Zimmer zu den beiden Trantüten reinzukommen. Oh, das war schnell. Gut, was haben wir denn hier? Noch mehr Zähne überall. Und Zähne mit Zähnen. Ja, nicht schlecht. Zähne, Zähne, Zähne. Und Zahnarztspiegel. Gehen wir erstmal hier rein. Ich bin immer noch fasziniert darüber, wie elegant der Panther hier so lang flaniert. Nee. So, was haben wir denn hier drin? Zähne. Wer hätte das gedacht? Okay, hier ist anscheinend die Männergesellschaft. Von dem hier gehört das Haus, der Typ. Und der hat halt seine Freunde eingeladen, wie man schon im Intro gesehen hat. Ich guck mal hier, was wir alles anklicken können. Das Feuer. Klicken wir mal das Feuer an. Mann, ein toller Platz für ein Feuer. Ja, bloß irgendwie mit dem Teppich. Ich hätte Angst, dass das Feuer auf den Teppich überschlägt, aber die müssen es wohl wissen. Bisher ist das Haus auch nicht abgebrannt. Na, so, was haben wir hier? Reden wir mal mit dem Typen hier. Ich glaube, man hat uns noch nicht bekannt gemacht. Flip Loosleiber. Oh, ich sehe, Sie haben keinen Champagner. Richtig, aber das ist Absicht. Ich will nicht mit einer löchrigen Leber enden. Lassen Sie sich nicht aufhalten, Mr. Loosleiber. Der ist auch cool, wie so ein verrückter Wissenschaftler. Der plant gerade, wie er die Welt übernehmen kann. So, reden wir mal mit dem hier drüben. Hallo. Was sind Sie denn? Ich bin der Panther. Der rosarote Panther. Sind Sie so eine Art Haustier? Meine Tochter möchte Sie vielleicht gerne haben. Ich bin nicht käuflich. Ich bin eine Viertelmillion. Okay. Aber ich bin ganz schön gefräßig und habe Durst ohne Ende. Wenn Sie nach Hause fahren, können Sie mich mitnehmen. Pff, so viel dazu, ne? Von wegen, der Panther ist nicht käuflich. Was sind Sie denn? Okay, das hatten wir schon. Ich der sagt der das gleich wieder. Weg damit. Reden wir doch mal mit dem Hausherren. Hallo, wie geht's dir? Tja, es läuft alles auf vorbeugende Zahnmedizin hinaus. Ich kann nur sagen, reiß die verdammten Dinger raus, solange sie noch gesund sind. So spart man ein Vermögen und schützt das Zahnfleisch vor Infektionen. Allerdings sollte man sich die gesunden Zähne für besondere Anlässe aufheben. Für den täglichen Gebrauch könnte man sich Chinobars zulegen. Das hier sind die Zähne der Zukunft, meine Herren. Reinigung mit Zahnseide oder Kapuzen wird überflüssig. Meine Zähne sind das erste Modell, das ganz aus Chinobar hergestellt wurde. Erlauben Sie mir eine Demonstration. Ja, ist klar. Chinobar ist ein feuerhemmendes Hochglanzmaterial, das einen leichten Erdnussduft verströmt. Es kann übrigens ohne Probleme in der Spülmaschine gereinigt werden. Chinobar ist unzerbrechlich, stößt Flecken ab und klebt praktisch nicht. Man steckte sich das wieder in den Mund, ist ja ekelhaft. Wozu so ein Gebiss jetzt feuerfest sein muss, entzieht sich auch meinem Wissen, aber nun gut. Ihm scheint es zu gefallen und wie man sehen kann, Zähne sind sein Leben. Deswegen lassen wir ihn mal, wir nehmen mal das hier, was aus seinem Mund rausgekommen ist. Sie scheint niemandem zu gehören. Der Panther steckt es natürlich in sein Fell. In sein bodenloses Inventar, das hat man ja schon in Pink Panthers gefährliche Mission gesehen, was der da alles in seinen Anzug reinpacken konnte. Es ist unglaublich. So, was können wir noch? Wir können sonst nur noch hier nach links, okay. Gehen wir mal da rein. Hier geht es wahrscheinlich nach draußen wieder. Zum Eingang, da können wir nicht hin. Aber mal schauen, was sich hinter diesem Vorhang verbirgt. So, was haben wir denn hier? Niemand da. Aha. Hier scheint sich alles um ein bestimmtes Interesse zu drehen. Ist das so? Ich glaube, hier gibt es bestimmte Vorlieben. Ach, bestimmt nicht Zähne. Gucken wir mal. Ach, da kann ich nicht hingucken. Okay. Was haben wir hier? Gucken wir auf das Bild. Das ist die Frauen. Sind Sie der Florist? Dann kommen Sie zu spät. Der Champagnerlieferant? Dann kommen Sie zu früh.
Augenblick mal, jetzt erkenne ich Sie. Sie sind dieser bescheidene Handelskater, der mit Büchern hausiert. Mrs. Periwinkel, vielleicht ist er gekommen, um ein Gebot für die Starbiss-Sammlung abzugeben. Unsinn, Mitch. Du hast ja keine Ahnung. Er ist ein Bürgerlicher. Ich rieche es. Wie scheußlich. Sagten Sie Starbiss-Sammlung? Ich nehme an, Sie möchten Trinkgeld. Uah. Hier, nehmen Sie hin. Vielen Dank, dass Sie vorbeikamen und uns gestört haben. Leben Sie wohl. Adieu. Gute Reise. Sie kennen ja den Weg zur Tür. Kommen Sie, meine Damen, wir haben noch ein Sekündchen, um vor dem Abendessen mein Schuhmuseum zu besichtigen. Schuhmuseum. Was zum... Oh Gott. Ah, wie cool. Okay. Alles klar. So viel dazu. Also überhaupt nicht eingebildet, die Dame. Nein. Gut, wir haben jetzt Trinkgeld. Und wir haben eine Haarklammer. Entschuldigung. Wir haben eine Haarklammer, damit können wir mit Sicherheit die Tür zu dem Kinderzimmer aufschließen. Und mit dem Trinkgeld können wir mal hier pinkeln gehen. Moment, ich muss mal eben erstmal... Komm, hier haben wir das Geld. So, du Blödmann hier. Lass uns rein. Müsste der Hausherr ja auch Trinkgeld zahlen. Gute Verrichtung. Ach, danke schön. Das wär's doch noch, wenn man, stellt euch mal vor, ihr wollt in eurem eigenen Haus aufs Klo gehen und müsst dann erstmal Trinkgeld zahlen, damit ihr da reinkommt. Nee, da verzichte ich doch lieber auf so einen Butler und mach das selber sauber. Boah. Hey, die Musik ist irgendwie cool. Okay. Auch wieder alles im Zahnstil gehalten. Hier diese schöne Zahnbadewanne und das schöne Zahnwaschbecken. Haben wir auch Zähne, so ein Gebiss hier dran? Über das Durchsuchen von anderer Leute Badezimmerschränkchen schreibt Adolf Freiherr von Knigge sinngemäß, falls man nicht gerade eine rosarote Fantasiegestalt aus einem CD-ROM-Spiel ist, tut man so etwas nicht. Genau. Glücklicherweise. Was ist das? Ah, sag ich dann. Lächelprothese. Hilf deinem Lächeln auf die Sprünge. Wunderbar, dann haben wir das schon mal mitgenommen. Was haben wir denn hier noch so? Badewanne? Nö. Können wir Shampoo mitnehmen? Nein, auch nicht. Also, denkt dran, niemals fremde Badezimmerschränke durchsuchen, außer ihr seid eine rosarote Fantasiegestalt in einem CD-ROM-Spiel. Ja. Ah, wir können aufs Klo gehen. Die haben sogar eine eigene Toilettentür. Wow. Was zum... Was hat der denn da für Socken an? Nichts passiert. Ich klick noch mal drauf. Ich kann nicht, wenn jemand lauscht. Ach, was soll's. Tja, dann nicht. Nein. Na gut, dann haben wir das Trinkgeld eben umsonst gegeben, aber dafür haben wir jetzt noch so ein schönes Lächelgebiss abgestaubt. Und mehr können wir hier in dem Haus auch erstmal nicht machen. Zumindest hier in dem Bereich nicht. Deswegen, na, hast du noch was? Ne, mit dem kann ich gar nicht mehr reden. Okay. Dann nehmen wir mal, nein, nicht die Prothese, nehmen wir mal die Haarklammer. Ich verstehe nicht, warum die in dem Mund von dem Typen war, aber gut. Und schließen damit das Zimmer auf, um zu dieser komischen Wombat-Gestalt zu kommen. Und ja, gucken wir mal hier rein. Dampf, Dampf. Oh. Der Junge, das scheußliche Monster. Und ich dachte schon, es wäre nur ein Albtraum gewesen. Schon wieder. Hast du es dir denn anders überlegt? Haben wir einen Deal? Wenn du mir nicht hilfst, Violet wieder in ein Mädchen zurückzuverwandeln, dann... Dann wird sie auf den Abschlussball verzichten müssen. So viel ist sicher. Oh, komm, streichel dich. Vielleicht geht's ihnen wieder besser. Weine nicht, Violet. Abschlussbälle sind doch nicht so wichtig. Ich weine ja gar nicht wegen des Abschlussballs. Ich weine, weil ich nicht irgendein beliebiges Mädchen sein will. Ich versichere dir, das bist du auch nicht. Du bist groß und pelzig. Aber ein Wombat wollte ich auch nicht gerade werden. Ich möchte eine unsterbliche, zauberhafte, bildschöne Ninja-Meerjungfrau-Prinzessin werden. Ja, manchmal kommt es anders, als man denkt. Ich wollte Handelsvertreter werden, aber da löschte der kleine Copperfield mein Buch.
Ich habe dich gewarnt. Wenn du mir hilfst, Violett zu verwandeln, dann... Und zwar in eine unsterbliche, zauberhafte, bildschöne Meerjungfrau-Prinzessin. Dann ja. Entfluche ich dein Buch und du kannst wieder deinen öden Klinkenputzerjob machen. Warum soll ich dir glauben, dass du den Zauberspruch von meinem Buch nehmen kannst, wenn du es nicht fertig bringst, ihre Verwandlung rückgängig zu machen? Ich schaffe es nicht allein. Du musst mir helfen. Strangeblood kennt die Lösung. So, was wollte sie werden? Eine unsterbliche Ninja-Meerjungfrau-Prinzessin? Naja, wenn es sonst nichts ist, ne? So, bevor wir zu Strangeblood gehen, dem seltsamen Blut, gucken wir uns hier nochmal um. Da ist ein giftiger Apfel für Schneewittchen wahrscheinlich. Und hier, was haben wir denn hier? Gucken wir uns das doch mal an. Dieser Strangeblood scheint es im Leben nicht leicht gehabt zu haben. Ah, das ist ein Artikel über ihn. Okay. Reden wir nochmal mit dem Knirps hier. Dem Erpresser. Tief in der Dunkelheit Poser. Im Zauberwald, da ist es finster und kalt. Dort lebt der Hexer Strangeblood in seinem Haus, einsam und still wie eine Maus. Er beschwört das Böse und verhängt Flüche mit Getöse. Manch einer sogar klagt, dass er das Schlimme der Zukunft sagt. Die Nachbarn wollten ihn nicht haben und riefen ihm Verwünschungen ins Ohr. Und wenn er sich wegstiehlt, radle ich zu seinem Labor. Ich spioniere hinter seiner Forschung her und stibitze Pulver und manchmal mehr. Ach ja, und Bücher borge ich mir auch von ihm. Du hast all diese Sachen gestohlen? Nicht gestohlen, sondern geliehen. Strangeblatts Büchern haben wir diesen ganzen Schlamassel zu verdanken. Und deswegen müssen uns seine Bücher hier auch wieder rausholen. Warum gehst du in sein Labor, Nathan? Stell dir vor, er erwischt dich dabei, wie du... Der Kerl ist bösartig, Violet. Ich muss ihn mit seinen eigenen Mitteln bekämpfen. Nur so werde ich es fertig bringen, eines Tages Golden Malt seinen Klauen zu entreißen. Woher weißt du, dass er bösartig ist? Alle sagen das. Ja, und weil alle das sagen, muss das ja auch stimmen, ne? Na, man kann ihn irgendwie verstehen, dass er hier dem Jungen geholfen hat, in Anführungszeichen, sie in einen Wombat zu verwandeln, oder nicht? Du musst uns unbedingt helfen, diesen Zauberspruch rückgängig zu machen, bitte! Na gut, ich habe ja auch keine andere Wahl, denn der Blödmann hat meine Enzyklopädie verhext und ich kann sie nicht mehr verkaufen. Das heißt, ich kann meinem Leben als Klinkenputzer, naja, als Verkäufer, als hier Hausierer nicht mehr nachgehen. Alles wegen dir. Na gut, benutzen wir mal hier den Seit... Wie schon Vincent van Gogh sagte, nicht ich habe mein Dasein als Abenteurer gewählt, sondern das Schicksal hat es so gewollt. Also ich gehe Onkel Strangeblood suchen, drückt mir die Daumen. Ich hatte sehr keine politisch. Ahnung, dass Van Gogh einen Onkel Strangeblood hatte. Was für ein mysteriöser Zufall. Oh Gott. Ja, lass mich das mal lieber machen. So. Ach, der schöne große Vollmond. Was für ein Zufall, dass der auch von da oben hier das Seil da runtergespannt hat, ne? Und dass das bisher niemandem aufgefallen ist. Vor allem nicht Strangeblood, der hier direkt in so einem Baum wohnt. Genau eine Stunde, jeden kühlen Abend um 8. Er einen Gang durch die Wälder macht. Warum kann er es nicht hören, wenn ich es kann? Wer ist da? Warst du das, Wind? Da ist er ja. In einer Stunde bin ich wieder da, Fleck. Fleck? Wer ist Fleck? Wir werden es gleich herausfinden. So. Wie böse kann dieser Strangeblood schon sein? Immerhin hat er ein Haustier namens Fleck. So, Strangeblood ist weg. Genau eine Stunde, jeden kühlen Abend um 8, er einen Gang durch die Wälder macht. In einer Stunde kann ich lässig das Hüttchen durchsuchen. Gut, dann gucken wir mal und hoffen wir, dass wir eine Zauberformel finden können, mit der wir... Hallo, Fleck! Fleck, wo steckst du? Mit der wir den Zauberspruch rückgängig machen können. Hallo, Fleck! Das Fleck, wo steckst du? Hier bin ich! Das ist ja abgefahren. Du bist ja nur ein schwarzer Fleck. Eigentlich ein schwarzes Loch, aber wer möchte schon gerne Loch heißen? Das klingt nicht gerade hübsch. Wow, ein echtes schwarzes Loch. Oh Gott. In meinem ganzen Katzenleben habe ich noch nie eins gesehen. Niemand hat je eins gesehen, außer Strangeblood. Ja. Wir können mit dem Fleck aber nicht mehr reden. Gucken wir mal, was haben wir denn? Ach nee, das ist Inventar. Hier ist nichts. Ja, dann gucken wir mal in sein Zauberbuch nach, ob wir da eine Zauberformel finden, um die Verwandlung rückgängig zu machen und vielleicht auch was, um unser Buch zu tun.
Das ist das Zauberspruch-Umkehrhandbuch vom Alten. Darin findet man alle magischen Zutaten, um einen bösen Zauberspruch zurückzunehmen. Na bitte, genau das suche ich. Jeden kühlen Abend, Schlag 8, wanderst du doch eine Stunde in den Wäldern. Ist was dazwischen gekommen? Heute Abend war es draußen ungewöhnlich warm. Und tschüss. Wir sind in das schwarze Loch gefallen, ja. Und so sieht's im Inneren eines schwarzen Loches aus, falls ihr euch das schon mal gefragt habt. Coole Musik. Oh nein, das Zauberspruch-Umkehrhandbuch. Wunderbar, ich kann die Seiten immer noch lesen. Wie verwandelt man einen Wombat in eine unsterbliche, zauberhafte, bildschöne Ninja-Meerjungfrau-Prinzessin? Sehen wir doch einmal hier nach. Eine unsterbliche Meerjungfrau entsteht auf folgende Weise. Man braucht das einzige Ding, das im salzigsten Meer der Welt lebt. Für eine Zauberprinzessin braucht man natürlich auch ein fürstliches Lachen. Am besten das größte, das eine frostige Vergangenheit hat. Und was ist mit Ninja? Darüber steht hier nichts. Ich persönlich würde einfach improvisieren. Das kann nicht schaden. Und man macht seine Erfahrung. Das glaubst du. Ja. Gut, wohin geht die Reise jetzt? Jetzt sind wir hier. Wo wollen wir hin? Ja, lass mich mal reden hier. Blöder Fleck. So, wir sind jetzt hier im schwarzen Loch. Und man hat es ja hier schon im Buch des Wissens gesehen. Griechenland, Indonesien, Israel, Kenia, Russland, das sind alles Länder, die wir im Verlauf unserer Reise besuchen werden. Das heißt, es ist genauso wie in Pink Panthers gefährliche Mission, da ist man ja auch in verschiedene Länder gereist. Und ja, wir müssen halt Zutaten für diesen Zauber finden. Wir haben ja einmal das Haus, in dem wir gerade eben waren, aber da haben wir ja nichts mehr zu tun, deswegen wollen wir da nicht hin. Wir haben hier Eis und wir haben hier das Tote Meer. Die man sehen kann, ne? Schön, hier ein Grabstein im Wasser. Wo gehen wir zuerst hin? Ich würde einmal sagen, wir fangen hier oben links an und gehen ins Eis. Blitz, 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 blitze hier. Und ab geht's. Das nenne ich mal angenehme Reise hier. Mit so einem schwarzen Loch geht das Ganze ziemlich schnell. Oh, was ist das denn? Was ist das? Eine meiner fehlenden Seiten. Ja, wunderbar. Wir haben schon eine Seite wiedergefunden. Oh. Yazid ist niemandes Besitz. Was? Okay. Was auch immer du sagst. Gut. Wir sind hier in... Ich nehme mal an, das hier ist Russland, denn Griechenland, Indonesien, Israel und Kenia sind nicht so kalt, dass hier alles Eis ist. Wir gucken erstmal, was hier das Rentier hat fallen lassen oder was auch immer das war. Das ist ja Yazids Milchbeutel. Das Ding muss sich von seinem Hals gelöst haben. Die Milch schmeckt irgendwie komisch. Hoffentlich nicht vergoren. Ja, gut, wir haben also Milch gefunden. Was ist denn hier in einem Loch drin? Ah, das ist ja wieder. Ein Mammut. Ein eingefrorenes Mammut. Oh, hi. Das ist ein Mammut. Blick, blick. Ja, ist klar. Oh Mann. Es ist einfach riesengroß. Und das mit der frostigen Vergangenheit stimmt auch. Ich muss dieses verrückte, frostige Mammut haben. Aber ich weiß noch nicht, wie ich das anstelle. Ja gut, da finden wir also das Lachen oder das Lächeln. Gucken wir mal weiter, wie wir da drankommen können. Wir haben ja einmal diese komische Eiswand, wo alles schön tropft. Untersuchen wir die mal. Ja, das lief wohl nicht so gut. Gehen wir mal mit dem Clown hier, der guckt so traurig. Warum so traurig, Clown? Das ist nicht schwer zu erraten. Sehen Sie mich doch an. Ein Clown ohne Zirkus. Das ist wie ein Revoluzzer ohne Revolution. Wie ein Keks ohne Milch. Wie ein Huhn ohne Suppe. Das kapiere ich irgendwie nicht. Sie haben mich aus dem Moskauer Zirkus rausgeworfen. Angeblich war mein Lächeln nicht breit genug. Sie haben mir sogar gesagt, den traurigen, fetten Clown mag hier keiner. Serviert ihn ab. Können Sie sich vorstellen, wie der traurige, fette Clown sich da fühlte? Klar, traurig und fett. 100% richtig.
Woher wissen Sie das? Magie. Na, jedenfalls kam ich nach Sibirien, um zu erfrieren. Und dann? Ich habe mich wohl zu warm angezogen. Ja, dann zieh dich doch aus. Mein Gott. Okay, er will ein breites Lächeln. Dann geben wir ihm doch mal hier die Prothesen, oder nicht? Ich glaube, ich habe etwas, was Ihnen wirklich helfen kann, Mr. Oleg. Oleg Karsk. Mr. Karsk, das hier ist ein ganz verrückter Apparat, nämlich eine Lächelprothese. Ich glaube, sie könnte einem Clown in Ihrem Zustand eine große Hilfe sein. Lächle ich jetzt? Ja. Lächle ich etwa wirklich? Es fühlt sich ganz komisch an, aber tatsächlich, ich lächle wohl. Das Ding zwickt an allen Ecken und Enden. Aber trotzdem bin ich glücklich. Wirklich glücklich. Ich lächle wieder wie ein richtiger Clown. Jetzt kann ich wieder alles, was ein richtiger Clown können muss. Außer laufen. Wie schön, dass ich Ihnen helfen konnte. Wenn ich jemals was für Sie tun kann, müssen Sie es mir unbedingt sagen. Ich würde alles für Sie tun. Außer laufen. Laufen kann ich ja leider gerade nicht. Oh Mann. Oh, was für ein herrlicher Tag. Liegt es an meiner Nase oder duften die Kiefern heute ganz besonders nach Kiefern? Ist der Himmel noch himmlischer, als ich ihn in Erinnerung hatte? Sogar die Vögel zwitschern mein Lieblingsliedchen. Jedenfalls glaube ich das. Ja, so einfach kann man einen traurigen Clown wieder fröhlich machen. Ist doch schön, eine gute Tat für heute. Reden wir mal hier mit dem etwas hochnäsig dreinblickenden Rentier. Ich weiß nicht, ob es ein Rentier ist, ich vermute es jetzt einfach mal. Wenn nicht, dann eben nicht. Du bist hier im falschen Film, was? Ich bin zum ersten Mal in Sibirien. Warum erzählst du mir das? Habe ich dich danach gefragt? Oh Mann, der ist echt eingebildet. Okay, folgen wir ihm mal und gucken, wo wir ankommen. Hoffentlich irgendwo, wo ein paar freundlichere Genossen unterwegs sind. Igitt. Bah, guckt euch mal an, was sie für Fußnägel hat. Reden wir mal mit ihr. Naja. Sehr appetitlich das Ganze. Und das ein Spiel für Kinder. Mein Gott, hier. Na, da kommt aber Freude auf. Da sitzt doch glatt eine ältere Frau in bitterer Kälte draußen und hackt sich ihren widerlichen gelben Zehennägel ab. Ach, da wird mir richtig warm ums Herz. Glaub ich. Halt deinen vorlauten Schnabel. Yazid! Yazid! Komm zurück, Yazid! Komm nach Hause! Ich hätte es Snoopy nennen sollen. Was? Yazid, mein vermisstes Rentier. Yazid? Sei still, Großmutter Tunga. Du störst mich beim Fernsehen. Wer stört hier? Ich mache gerade ein Nickerchen. Ich bin mitten im Winterschlaf und brauche meine Ruhe. Ruhe, comprende? Kapiert? Ja. Das ist unsere Provianthütte. Wir haben sie schön weit oben gebaut, damit sie vor den Bären sicher ist. Das hat auch super geklappt, wie man sehen kann. Nehmen wir mal hier was von ihren Zehennägeln mit. Diese Fußnägelreste sehen so aerodynamisch aus. Ja, sehr lecker. Steckst es dir einfach ins Fell rein. Was ist das denn? Okay. Nun gut, hast du noch was zu sagen? In dieser Gegend gibt es doch mehr Rentiere als Bäume. Warum nimmst du dir keinen Ersatz für Yazid? Yazid ist nicht irgendein Rentier, du Depp. Yazid ist der Auserwählte. Was? Er durfte im Zelt neben dem Feuer schlafen und er musste nie schwere Arbeit leisten. Ja, und deswegen ist er so hochnäsig, ne? Nee, vielleicht kann ich dir das Milch geben. Vielleicht gibt es ja irgendwas. Ich hab was gefunden, schau mal. Yazids Milchbeutel. Yazids Milchbeutel? Ach du Schreck, das bedeutet, dass er... seinen Milchbeutel nicht um den Hals hängen hat. Es hat keinen Sinn, um verlorene Milch zu weinen, Großmutter. Na, das hat jetzt auch sehr viel gebracht. Pack das mal wieder weg hier. Stattdessen springen wir doch einfach mal in den Schnee und machen einen Schneeengel. Los, Panther, mach das mal für mich. Frisch gefallener Schnee. Und weg ist er. Hey, seht mal, ein Schneepanther. Ah, wie schön. Na gut. Ah, was können wir als nächstes machen? Wir können das Zelt untersuchen. Oder auch nicht. Wir können das Zelt untersuchen.
Vielleicht passiert da ja was. Oder auch nicht. Der Panther geht einfach nur hin. Dann gehen wir mal hier rein. Da können wir auf jeden Fall was machen. Da ist ja der Pfeil. So, was erwartet uns denn in diesem Zelt? Eine Göre, die... So wird das auch nicht funktionieren. Oh, hallo. Ich bin Chucky. Du kannst aber ordentlich zuschlagen. Ach, ich wollte nur Blarney, meine Lieblingssendung, reinbekommen. Es kommt ein großes, beiges Walross vor, das Kindern kurze Reime vorsingt. Was? Zuerst denkt man, das ist lustig und harmlos, aber allmählich bringt es sie dazu, dass sie ziemlich aggressiv bei ihren Eltern um Süßigkeiten betteln. Das darf ich nicht verpassen. Ich will Süßes! Ja. Okay, wir nehmen erstmal den Topf hier mit. Ja. In einer bestimmten Zeit meines Lebens hätte mich sowas in Schwierigkeiten gebracht. Okay. Ja, den heißen Topf stopft er sich natürlich einfach da rein. Und, sag mal, lässt du das Feuer in deinem Zelt einfach brennen? Immer. Es wärmt uns im Winter und im Sommer hält es die Moskitos fern. Und im Frühling und Herbst? Da rösten wir Süßigkeiten über dem Feuer. Ja, klingt doch ganz gut. Was haben wir denn hier so schönes? Videobänder? An meine Videos lasse ich keinen ran. Die gehören zu meinen... Also lass die Pfoten davon. Okay, okay. Ich gebe dir gleich das Wasser in den Kopf. Wenn das kein Kakao ist? Ach, du bist viel zu eingebildet hier. Genau wie das Rentier. So, haben wir hier noch was? Wow. In Sibirien schneit es sogar im Fernsehen. Oh Mann. Gehst du wieder raus und hilfst mir? Oh, wie nett, mein rosaroter Held, danke. Ja, ja, eigentlich wollte ich dir nicht helfen, aber ich will die Videokassetten haben. So, gucken wir mal. Wir können da hoch. Warte mal, Moment. Geh erstmal hier dahin, so. Jetzt nehmen wir hier die Antenne und halten sie mal hoch. Oder auch nicht. Ah. Wie ist es jetzt, Chucky? Nicht besonders schlecht und nicht besonders gut. Da muss noch was passieren. Mach doch irgendwas. Wie wär's mit abhauen? Ja, bin ich auch für. Dann machen wir es mal bei dem Zelt. Und jetzt, Chucky? So ist es viel besser. Ich sehe schon Blarneys Wabbelkörper. Kannst du das Ding vielleicht noch ein bisschen höher halten? Ja, dann müssen wir es von da oben machen, wo der Bär drin ist. Aber vorher nehme ich mal eben den Topf mit Wasser. Sagte, ich nehme den Topf mit Wasser. Und kippe den hier rein. In den Schneepanther. Einen Zwillingsbruder habe ich mir schon immer gewünscht. Ich werde ihn Raul Panther nennen. Raul Panther, ja. Und natürlich, der schmilzt auch garantiert nicht da drin. Nein. Gehen wir mal da hoch zum Bären. Hallo Bär. Wie geht's dir? Sehr schlecht gelaunt. So sehe ich morgens auch aus, wenn man mich weckt. Gut, womit können wir den denn bewegen? Nehmen wir doch mal... Milch. Vielleicht können wir damit bewegen. Probieren wir es doch mal aus. Na, das hat natürlich nichts gebracht. Vielleicht müssen wir die Milch erst warm machen. Denn es heißt doch, dass man nach warmer Milch einschläft. Gehen wir mal hier hin und probieren es aus. Hier ist ja das Feuer drin. Da können wir die Milch bestimmt drin aufwärmen. Oder drauf, besser gesagt. So, Milch. Einmal über das Feuer halten. Hey, das funktioniert. Nichts geht über ein Schlückchen warme Milch. Och, doch. Gehst du wieder raus und hilfst mir? Ja, ich helfe dir, bla bla, lass mich in Ruhe. Mein Gott, nerviges Mädchen ist nervig. So, dann probieren wir das Ganze doch nochmal mit der warmen Milch aus. Ja, die dampft jetzt richtig schön. Das ist doch gut. Rentiermilch. Oh ja, das gefällt dir, was? Ja, lass es dir schmecken. Oh, ist sie nicht süß, wie sie schläft. Ja, gut, wir können jetzt hier stehen. Halten wir doch mal... Nein, nicht den Panther. Halten wir doch mal die Antenne hoch. Gucken, ob der Empfang hier jetzt gut ist.
Hallo, Panther? Ach so, ich muss das... Ah, ich kann auf die Hütte gehen. Das ist natürlich klasse. Dann halten wir uns nochmal hier hoch. Da ist er! Ich kann Blani sehen! Rühr dich bloß nicht vom Fleck, rosaroter Kater! Ja, aber nein. Meine Karriere als rosarote Antenne ist Vergangenheit. Nein, nein! Unfassbar! Das kann doch nicht wahr sein! Er ist weg! Mein Blani ist weg! Hallo, Herr Rosarot! Was ist passiert? Oh nein! Oh, du gehst mir auf die Nerven, Kind. Echt. Na gut, warum... Wollen wir mal nicht so sein? Und nehmen mal hier unseren Zwillingsbruder, Raul Panther, und stellen ihn da hin. So, dann kann der nämlich... Ich glaube, ich hab's auf den Augen. Ich sehe nichts. Nichts, hörst du? Ja, gedulde dich mal ein bisschen. Meine Güte, sei froh, dass wir dir überhaupt helfen. So, jetzt packen wir da nämlich die Antenne drauf. Du kannst bestimmt lange genug an einer Stelle festgefroren stehen. Ja. In der Zeit kann das Kind seine Dosis Blani bekommen. Und seine Süßigkeiten. Ich hätte auch gerne Süßigkeiten. Ich danke dir, rosaroter Paul. Jetzt habe ich Blani vor mir. Er spricht ganz deutlich zu mir. Ich liebe Blani. Okay. Dann gucken wir uns doch mal ein bisschen an, was es mit Blani auf sich hat hier. Rein da, Paul. So. Sabba, sabba, sabba. Hört mal genau zu, ihr Kleinen. Was gibt's, Ralfi? Ich wollte von Jean Süßigkeiten haben, aber er gibt einfach nichts ab. Das ist doch Quatsch. Jeder muss teilen können. Besonders, wenn es um leckere, köstliche Süßigkeiten geht. Was gibt's, Ralfi? Ich wollte von Jean Süßigkeiten haben, aber er gibt einfach nichts ab. Hört mal genau zu, ihr Kleinen. Okay. Abgeben und teilen tut nicht weh. Nur beim Nachtisch teilen, oh je. Er sagte, meine Gier gefällt ihm nicht. Jetzt hat der Fußballpause der Weg. Was? Okay, Teile mit mir und hab mich gern. Gib mir, was ich will und sei mein Stern. Oder mach dich auf blaue Flecken gefasst. Boah, genau. Gib mir meine Süßigkeit oder ich schlag dich zu Brei. Ja. Gewalttätigen Walross spielen. Wir gehen nach Hause. Hört mal genau zu, ihr. Okay, lass mir das. Ich möchte nicht mehr mit Blani zuhören. Verschwinde, Blani ist dran. Ja, ja. Dann bedienen wir uns mal hier bei deinen Videokassetten, ne? Straffere Oberschenkel mit Jane Fondue. Klingt ja toll. So, was haben wir denn noch? Da haben wir noch mehr. Fröhliche Weihnachten mit Blani. Oh Gott. Möchte ich auch gerne sehen. Ich aber nicht. Also das, was ich hier schon höre von Blani, das möchte ich nicht sehen. Das ist... Nein. Sister Act 16. Oh Gott. Ich glaube, den habe ich verpasst. Ja. Eine kleine Anspielung darauf, dass es davon ganz viele Fortsetzungen gibt. So, das war's anscheinend. Mehr können wir hier nicht mitnehmen. Dann haben wir halt ihre Videokassetten geklaut. Das reicht uns. Gehen wir mal wieder hier raus. Und... gucken wir mal, ob wir nicht was machen können. Ja, Blani mit dem Baseballschläger. Oh Gott. Spuch, Fingernägel. Nein. Hier können wir nicht mehr machen. Okay. Dann sag ich einfach mal, ich speichere mal. So, was haben wir denn hier? C-Pokus. Speichern wir es doch einfach mal unter Save One. So. Gespeichert, ja. Okay, wunderbar. Dann war es das bis jetzt. Ich hoffe, es hat euch bisher gefallen. Und ihr werdet demnächst auch weiter gucken. Und guckt auch ruhig mal beim Depp vom Dienst rein. Das kann ich nur noch mal erwähnen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, ciao und nein, jetzt mache ich den Depp nach. Das möchte ich ja doch nicht machen. Also, man sieht sich. Bis später dann mal.